Freunde, ich habe noch nicht mal ein Intro gedreht. Ich stehe komplett im Wasser. Alter. Digga, du bist komplett im Wasser. Ich sag's dir ganz ehrlich, meine Füße bis hier alles nass. Schuhe komplett. Das ist das kürzeste Video, was ich je gedreht habe. Wir wollten einfach hier rein. Ja. Hier war einfach irgendwie Moor oder See. Das ist hier so ein Fluss oder sowas. So, Freunde, erstmal herzlich willkommen bei diesem wunderschönen Winterbiwak. Es gab noch nicht mal ein Intro, weil wir gerade hier rein wollten. Und die Kamera lief auch nicht. Ich bin komplett bis unters Knie ins Moor rein. Eigentlich klingt es sofort nach Abbruch, aber ich versuche jetzt erstmal die Feuchtigkeit hier irgendwie rauszuholen. Ich habe Ersatzsocken bei. Aber natürlich ist es alles nass, komplett hier. Die Hose, komplett Schuhe. Alter, du bist ja bis zum Knie, ne? Ich war hier komplett drin, alles. Ja, es ist komplett. Zeig mal. Alles. Ach du Scheiße. Na, du siehst ja unten richtig den Wasserfilm. Hier, pass auf. Das darfst du nicht mal sehen. Digga, wir haben minus 3 Grad. Bei minus 3 solltest du echt aufpassen. Was ist mit deinen Füßen? Also, so wie Gerrit gerade gesagt hat, jetzt mal Titten auf den Tisch, wir müssen Entscheidungen treffen. Ja, absolut. So, ja? Ja. Der Punkt ist der, die Kacke ist am Dampfen, der Schuh, es ist alles komplett nass. Ja, ja, es ist so, als wäre ich baden gegangen. Ich mache jetzt in dem Moment quasi ein reales Experiment einfach draus. Digga, weißt du, ich habe mir im November diesen Anzug bestellt. Ich habe so Bock auf Schnee seit Monaten, Junge. Ich bin völlig equipped und laufe jetzt nach 5 Metern in den Bach rein. Ich habe noch nicht mal ein Intro gedreht. Wir brechen nicht ab, wir machen jetzt weiter. Scheiß drauf. Wir sind auf der Suche nach einem Plätzchen. Es gestaltet sich als schwierig, weil, guckt euch das an, überall umgestürzte Bäume, hier kommt man gar nicht lang. Wir haben es jetzt 14.44 Uhr, also gute 15 Minuten und ich merke schon, wie es langsam kühler wird und wie auch meine Socken wieder komplett vollgesaugt sind. Also meine Idee wäre eventuell, dass man über die Socken die Feuchtigkeit aus dem Schuh rauskriegt und dann quasi die Socken mal wieder ausfringt. Dass man die so wie so einen Schwamm rauszieht und durch die Körperwärme es vielleicht nach und nach irgendwie trocken kriegt. Ja, dunkel wird es übrigens auch bald. Optimal. Oh, hier geht schon wieder tief runter. Bestes Beispiel, in sowas bin ich gerade rein. Also irgendwie so eine Art Moor oder so. Wir versuchen jetzt eventuell einen Weg zu finden, ein bisschen bergauf zu gehen, um wieder weg von dem Wasser zu kommen. Aber wenn du da reinläufst, ist quasi wie eine Art Falle. It's a trap. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich auf der Kamera richtig hört oder ob es stark ins Mikrofon pfeift. Hä? Hier ist ein Weg. Oh nee. Oh nee. Oh nee, wir kommen einfach auf normalen Wanderweg wieder raus. Ich kotze komplett ab. Scheiße, es war alles umsonst. Oh nein, nein. Fuck. Martin wird jetzt ausrasten. Es wird doch nicht besser, Fritz. Jetzt mal Real Talk. Ich bleib hier. Maja, warum musst du jetzt da in den Tief stehen? Ja, großartig. Oh nein. Soll ich dir was bringen? Oh nein. Ich muss jetzt aber... Danke, Gerrit. Bitte. Ganz ehrlich, ich bin kurz davor zu sagen, fickt euch, geh nach Hause. Ich find's klasse. Ich find's auch irgendwie noch geil, aber ich hätte jetzt gern mal einen Platz. Ey, wir kriegen hier die riesen Klumpen auf den Kopf. Martin, wie ist dein aktueller Zustand? Sind wir schon bei Halt doch die Lehne, du Pisser, oder geht's noch? Wir sind kurz davor, ohne Scheiß. Es ist ein, ohne Mist, jetzt wirklich, Fritz, ich mein's ernst. Weißt du, es hieß, komm ein bisschen, ne, schön und so. Wir peilen gerade zum 5. Mal an der gleichen Stelle vorbei. Das ist einfach, nee. Weißt du, ich habe Rücken wie Sau. Der Hund darf nicht laufen, der hat auch Rücken. Ja, ich habe übrigens noch eine Waage bei. Ich würde gerne noch mal die Rucksäcke demnächst wiegen. Ja. Aber wir haben gerade andere Probleme, wenn ich ganz ehrlich bin. Nee, es wird ja auch nicht gut. Das war's wieder. Das ist das, was ich immer meine. Hey, lass mal eine Tour machen. Ja, voll geil. Dann peilt man wie so ein bescheuerter Blinder durch die Gegend. Lass mal da reingehen. Oh, ganz schlechter. Aber das ist doch der Gag, das ist doch das Abenteuer. Nee, weißt du, ganz ehrlich, das ist doch kein... Das ist halt nicht nach Drehbuch. Nee, das hat einen Trümmerhaufen hier. Verstehst du? Das ist kein Wald. Man könnte sagen, komm, hier geht's in den Wald rein. Schön, ja. Jetzt aber kein Wald. Hier sind nur umgestürzte Bäume und das war's. So, oder wie ich sagen würde, Leben in der Lage, Freunde. Jetzt geht's abenteuerlich los. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Es hat irgendwie jetzt angefangen zu schneien, zu graupeln. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist sehr, sehr windig. Ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt hört. Das ganze Gesicht friert ein. Hast du Bock?
weiß nicht warum, ich find's geil. Ich find's einfach geil. Ah, ich merke mein Gesicht nicht mehr. Die Rotznase läuft. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich sehe mich gleich schon einfach hier, da so mit dem Sack reinlegen. Jetzt wird sich zeigen, ja, ob man nochmal beißen kann wieder und mal durchziehen kann und das auch im Winter. Oder ob man wie eine kleine Mutti zum Auto läuft. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, Mann oder Maus. Also, was zum Fick? No joke, die Kamera lief gerade nicht. Dieser fucking Baum, und zwar genau der hier, wo sieht man, ist gerade umgekracht. Da, der hier hochgeht und hier, der ist vor 30, also ich habe Gänsehaut, ohne Scheiß. Ich habe Gänsehaut. Wir laufen lang, es scheppert komplett, der ist gerade komplett entschärft hier. Und deshalb gehen wir da auch nicht drin unser Lager aufschlagen. Und die Brille von Gerrit, ich weiß nicht, ob ihr es seht, dezent eingefroren. Ist einfach eingefroren vorne. Genauso wie der Bart. Bart auch. Feine. Und Martin ist schon wieder komplett am Arsch. Der ist komplett am Arsch. Hier mal eine kleine Handyaufnahme. Martin, was ist los? Hey, doch, der ist die scheiß Schnalle eingefroren. Meine komplette Jacke ist zugefroren. Guck dir das an hier. Was soll denn das? Ich hab nicht mal meine scheiß Gurt abgekriegt. Ich trage die ganze Scheiße über den scheiß Rücken. Weißt du, ich könnte eine arme Nacko. Ich schwöre, mein Gott. Der Rucksack fliegt im Müll. Kannst du mal. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, Martin ist eher so der Szenario-Typ. Mit Drehbuch. Ich liebe das echte Abenteuer, Freunde. Dokumentiert. Damit er mal wieder ein Gefühl für die Temperatur kriegt. Einfach die Brust eingefroren. Alles, alles. Nein! Diese scheiß Schneeschuhe, das gibt es nicht, Alter. Das gibt es nicht. Oh. Hinten drin ist alles voll mit Schnee. Weil, wisst ihr, was das Problem ist? Na, du willst einen Schritt nach hinten gehen und dann machst du plötzlich den. Und dann packst du dich. Du gehst hier wieder raus. Ey, kannst du mal bitte, bevor du die Kamera ich muss filmen. Kannst du bitte mir hochhelfen? Martin, ich weiß ernst, warte, helf mir jetzt hoch! Digga, ich bin hier komplett auf Anschlag. Alter, das geht da super. Na klar, ey, geil. Ach, Freunde, das große Wiegen. Oha, ich bin mal gut 20 Kilo. Was? 19,8. Holy shit. Ich werde hier 22. 25 vielleicht. 24. Ja. Und der absolute Spitzenreiter. Alter! 34. 34? Hab's dir gesagt. Ich hab ein Hobo bei. Ich hab Holz bei, mit im Rucksack. Ich habe ein Fahrradkorb bei. Ich hab ein Messer bei. Du hast da Holz drin? Naja, klar. Ich wollte mir schön ein kleines Feuerchen machen an mein Ding. Der Typ ist einfach durch. Ich entscheide im Wohle meines eigenen Wohles und des Hundes und sage, wir brechen hier ab. Es macht keinen Sinn. Komm, Gerrit. Ja, wir machen uns Essen bunt, ne? Ja. Wir gehen jetzt schön erstmal. Schön ein Nippen. Ein Nippen. So, die Jungs haben entschieden, dass das Ganze jetzt an der Stelle zu Ende ist. Maya hat Schmerzen irgendwie im Rücken. Martin ist mit 34 Kilo völlig überladen. Gerrit sieht sich da auch nicht so. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sehen uns. Mach's gut. Komm gut nach Hause. Sag Bescheid, wenn du wieder auf der Piste bist. Ey, du, war ja, aber ein schöner Tag. Ja, war ein schöner Tag. Ich hau mich jetzt rein in den Schnee. Gut, schlaf schön. Tschüss. Tschüss. Ihr habt es gerade mitbekommen. Gerrit, Martin und Maya haben sich an der Stelle verabschiedet, brechen das Ganze jetzt hier ab. Ich ziehe auf jeden Fall hier weiter mit meinen nassen Schuhen. Für mich, ich sag's euch ganz ehrlich, ist das jetzt eine Challenge. Mir geht es nicht um die Videoproduktion, ich könnte auch ein anderes Video drehen, ja? Sondern mir geht es um das Abenteuer. Und euch nehme ich quasi mit der Kamera mit, um das Ganze zu dokumentieren. Ja? Kommt man klar, frieren die Füße ab, ich weiß nicht. Ich werde mir jetzt ein bisschen Gedanken machen, wo ich mich hinhaue. Und dann schauen wir einfach mal. Möge das Abenteuer beginnen, weil jetzt, Freunde, jetzt beginnt nämlich das Abenteuer. Geil. So, ich suche mir jetzt hier ganz langsam einen Weg und stapfe aber alles vor mir schön fest, dass mir nicht das gleiche wie vorhin passiert, wo ich dann plötzlich im Bach drin hocke. Für euch wahrscheinlich noch nicht vorstellbar, aber da möchte ich heute übernachten. Und natürlich wird hier nicht wie sonst manch anderer im Zelt draußen übernachtet, sondern mit dem Tarp. Wir wollen ja auch ein bisschen Natur spüren.
So, dann gucken wir mal, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Weil es fühlt sich schon wieder sehr, 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 sehr matschig an. Ja, es funktioniert. Ja, noch habe ich keinen schwarzen Zeh. Alles gut. So. Ich habe hier so viel geilen Scheiß noch dabei, den ich auch noch ausprobieren und testen wollte. Aber ich muss mir überlegen, ob ich das auch aufhebe für die nächste Wintertour in ein paar Wochen. Weil das ist ja alles hier ein bisschen außerplanmäßig verlaufen. Aber was ihr hier auf jeden Fall schon mal seht, ist mein Schneetarp. Ist nur ein ganz kleines, aber das bauen wir jetzt mal auf. Es ist einfach alles schon hier gefroren, man muss so krass aufpassen. Da, es fängt wieder an zu graupeln. Wind ist da. Schön. Ist doch herrlich. Es ist doch einfach herrlich, Freunde. So, so ein paar Heringe schnitzen, wa? Oh ja, passt schon. Es ist mittlerweile schon leicht am Dämmern, beziehungsweise ich denke mal, so eine halbe Stunde wird es wirklich dunkel sein. Der Schnee hat natürlich den großen Vorteil, dass es immer noch recht hell ist, weil alles weiß ist. Im Hintergrund seht ihr das schon. Ich habe jetzt meinen Schneetarp hier aufgebaut. Hier mit den Holzheringen. Hier drunter ist dann Platz. Da kommt dann Isomatte und so weiter rein. Und ich werde jetzt noch versuchen, mit dem Schnee das Ganze dicht zu machen. Ja, dass hier kein Wind reinpfeift. Weil ihr seht selbst, wir sind hier auf einer offenen Fläche. Und ab und zu kommen hier ein paar richtig fette Böen reingeschallert. So, ich glaube vom Licht her passt das. Jetzt kriegt auch mal einen Eindruck, dass es eigentlich doch schon recht dunkel ist. Ich habe jetzt einmal ringsrum das Ganze abgedichtet. Komplett mit Schnee. Auch hier hinten komplett dicht gemacht. Das Ganze ist aber nicht so ein Backschnee, sondern sehr pulverig. Also es könnte auch sein, dass das irgendwie zusammenkracht, wenn ich Pech habe. Auch hier nochmal die rechte Seite. Sieht natürlich jetzt nicht mehr so schön aus, ja, als wenn das Ganze hier im Tiefschnee drin ist. Aber wir haben jetzt eine Abdichtung ringsrum. Ich sage euch immer wieder, das ist alles eine Kopfsache. Es ist einfach nur eine scheiß Kopfsache. Das mache ich jetzt alles nochmal ein bisschen schön. Und dann geht's rein in die Eishöhle. Geil. Also das hätte ich nicht gedacht, dass ich das so geil hinkriege. Sieht ja voll gemütlich aus. Diesen Tarnanzug, den ich übrigens anhabe, der ist nicht wasserdicht oder so, ne? Der ist schon völlig vereist. So. Mein Poncho. Ah, jetzt kleine Unterlage. Überall schon Schnee. Ah ja, scheiß drauf, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin mittlerweile halt auch irgendwie schon in so einem Scheißegal-Modus. Es juckt mich einfach nicht mehr. Es interessiert mich nicht. Ja? Das ist wie beim Höllenmarsch. Da war es der Schmerz, dem ich gesagt habe, ja, ich merke dich, aber es interessiert mich nicht. Und genauso ist es hier mit der Feuchtigkeit im Schnee und der Kälte. Ich weiß, dass er da ist. Ich weiß, dass meine Füße nass sind, dass hier bei Schnee rumliegt. Aber es interessiert mich nicht. Auf jeden Fall werde ich noch was essen. Baue erstmal noch alles auf und habe gleich noch eine sehr, sehr wichtige Frage an euch. Ich bin gespannt, wie ihr handeln würdet. Aber eins nach dem anderen. Und jetzt muss ich eine wahrscheinlich folgenschwere Entscheidung treffen. Und mich würde es mal interessieren, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr jetzt handeln würdet.
Ihr habt es mitbekommen, meine Füße, Schuhe, es ist alles klitschnass. Ich werde es gleich nochmal ausfringen. Aber was mache ich? Was an Kleidung ziehe ich aus? Was lasse ich an? Und vor allem, was nehme ich mit in den Schlafsack? Und was lasse ich draußen? Macht euch mal ein paar Gedanken. Und ich löse das nachher auf, wie ich mich entschieden habe. Die Frage ist halt, kann ich sie zum dritten Mal auswringen? Was eigentlich gut wäre. Also hat Vor- und Nachteile. Ja, krass. Das heißt, ich ziehe mit der Socke nach und nach immer noch weiter die Feuchtigkeit aus dem Schuh raus. Nachteil ist, das zeigt, dass ich immer noch extrem viel Feuchtigkeit drin habe im Schuh. Man muss natürlich auch bedenken, dass der Fuß ja auch aufweicht. Das ist ja auch nicht gut für so einen Fuß, wenn er die ganze Zeit nass ist. Ziehe ich diese Socken und die Schuhe aus und lasse die außen hier stehen, ist es morgen komplett Eis. Ich kann die nicht mehr anziehen. Von daher werde ich es probieren, so wie ich bin, mit den Schuhen und der nassen Hose in den Schlafsack zu gehen. Wir probieren einfach. Wir machen quasi einen Survival-Selbstversuch. Ja? Nur, dass es kein Szenario ist, sondern tatsächlich real diesmal. So, ich habe meinen Winterschlafsack mit. Ja. Generell, wen das Thema Ausrüstung interessiert, einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich meine Ausrüstungsliste verlinkt. Und da findet ihr den. Und ich sag's euch ganz ehrlich, das, was ich jetzt mache, es fühlt sich irgendwie falsch an. Ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt. Einen Apfel gibt's jetzt, die gute alte Fischbüchse und Brot. Mein selbstgebautes EPA, ja, quasi ausgelegt auf 24 Stunden, mit morgens, mittags, abends Getränke und auch Snacks, ja, habe ich hier drin. Aber wie gesagt, zeige ich dann im Detail nochmal bei der nächsten Wintertour. Mmh. Oh, geil. Mmh. Ein Brot dazu. Also das mit den Schuhen hier drin, sage ich euch, das wird nichts. Es ist eiskalt jetzt schon. Ne? Meine Überlegung, ich ziehe das Ganze jetzt komplett aus, pack das in die Regenhülle und lasse es trotzdem am Fußende drin, damit ich möglichst keine gefrorenen Schuhe habe. Dann sind die zwar kalt, aber nicht gefroren. Versuche meine Füße ein bisschen trocken zu kriegen und ziehe mir frische Socken an. Beziehungsweise habe ich noch eine kleine Geheimwaffe mit, die ich eigentlich ausprobieren wollte. Und zwar habe ich mir so Booties geholt. Wie gesagt, die Idee ist jetzt nicht mehr, dass hier irgendwie was trocken wird, sondern ich will nur, dass sie nicht einfrieren. Die packe ich jetzt hier ins Fußende rein. Wie aufgeweicht die sind. Es sieht einfach aus wie bei einer Leiche, no joke. Und dann der Booty drüber. Das funktioniert niemals. Ich würde sagen, lauscht einfach mal. Ein Problem jagt das nächste. Seht ihr diesen ganzen Schnee hier an der Seite? Der ist quasi oben rauf gerieselt und dann hier unten kommt der raus. Seht ihr das? Ich habe gerade mal durchgerechnet, in 13 Stunden wird es wieder hell. Subi! Der Schlafsack sieht hier unten auf jeden Fall auch schon richtig optimal aus. Damit ihr mal ein Gefühl kriegt, was hier draußen los ist. Es schneit und schneit und schneit. Alter. Holy shit, nicht gerade wenig. Alter, es ist komplett gefroren, scheiß drauf. Ach, scheiß drauf, Digga. Ich habe eine Idee, wie ich jetzt pinkel. Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Leben oder Lage, was willst du denn machen? Ich glaube, wenn das so weitergeht, es schneit in einer Tour, dann bin ich morgen früh komplett eingeschneit. Man sieht es übrigens auch hier schon ganz gut. Das ist jetzt alles neuer Schnee. So, wir haben es jetzt 21.55 Uhr mittlerweile. Durch die Luftfeuchtigkeit, die hier drin ist, ja, weil ich ja atme,
haben wir hier an der Innenseite vom Tarp so leichte Kristalle. Und dann kommt der Wind, der rüttelt das hier einmal komplett durch, das ganze Tarp. Und dann schneit es einfach hier drin. No joke. Quasi die Flucht ergriffen. Oh, hier rieselt es gerade ordentlich runter. Es schneit. Na komm, wir haben es 3:01 Uhr. Meine Hose ist einfach trocken. Ich stand bis hier, vielleicht erinnert ihr euch dran, im Wasser. Alles nass, es ist trocken. Damit habe ich 3 sehr spannende Sachen gelernt bei diesem unfreiwilligen Survival-Experiment, nennen wir es mal. Erstens, wenn der Schlafsack oder eure Kleidung, was auch immer, ja, von außen gefriert, ist das nicht unbedingt ein negativer Punkt, beziehungsweise wenn der Schnee drauf liegen bleibt. Das zeigt ja, dass eine extreme Isolationswirkung da ist. Zweitens, ein leicht feuchter Kunstfaserschlafsack isoliert auf jeden Fall immer noch top. Und drittens, Kleidung im Schlafsack. Leute, ich habe komplett alles an, bis auf meine Schuhe. Ja? Und das führt nicht dazu, dass ich friere. Ganz im Gegenteil. Schreibt gerne mal eure Meinung und Erfahrung in die Kommentare. Denn der Klassiker ist, ich war bei der Bundeswehr und mein Ausbilder hat gesagt, ja, du musst so wenig wie möglich anziehen im Schlafsack. Das hilft am besten. Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe hunderte, wirklich hunderte Nächte draußen verbracht und eigene Erfahrungen gesammelt. Und meine Erfahrung ist, sowas wie eine Regenjacke und so weiter bringt euch nichts. Aber wenn ihr eine Art Fließjacke habt, eine Kunstfaserjacke, dicke Socken, das hilft. Das bringt euch zusätzliche Wärmeisolation, ganz klar. Wir haben minus 4. Ah, doch ein bisschen. Ja, jetzt wird es direkt wärmer. Aber vorne hatten wir gerade minus 4. Ich merke einfach hier schon wieder, bei diesem Projekt, wo die Sachen komplett schief gegangen sind, lernt man einfach am meisten. Ja? Wir haben mittlerweile 7.39 Uhr. Ich liege also jetzt fast schon 14 Stunden hier im Schlafsack, Alter. Und es ist immer noch recht dunkel draußen. So, mittlerweile ist es hell. Es hat übrigens die ganze Nacht weitergeschneit. Ihr seht's, da bin ich reingelaufen. Da ist nichts mehr von zu sehen. Ich habe nicht wirklich gefroren, die Nacht gut überstanden. Aber jetzt ziehen wir die Schuhe an und gehen raus. Jetzt weiß ich auch, warum es nicht wirklich hell wird. Guckt euch das an. Hier hängt komplett die Suppe drin. Ah, das wird gleich schön ungemütlich. Hier habe ich übernachtet. Ist es geil, Alter. Zieht euch das rein. Es hat hier drauf geschneit, dann ist alles reingesackt. Ja, das ist alles neuer Schnee, der komplett hier reindrückt. Man sieht es richtig schön. Generell ist das Tarp einfach viel, viel zu klein für so eine Aktion. Also es geht, man kommt klar, aber ja, es drückt hier hinten einfach alles weg. Ohne Scheiß, ich bin gerade so froh, dass ich es einfach durchgezogen habe und diesen Moment mit euch erlebe. So, alles wieder abgebaut. Puh, Freunde, ich fühle mich ohne Scheiß wie neugeboren. Na, kein Witz. Es waren Höhen und Tiefen, es war kalt, es war nass. Jetzt ist mir wieder warm durch den Abbau. Meine Füße spüre ich immer noch, alles gut, obwohl alles klitschnass ist. Geil. Geil, geil, geil. Bisschen Happy Banana, Leute. Happy Banana. Wenn das nicht besser passt als alles andere gerade hier. Bisschen lustiges Südsee-Feeling. Wer auch mal Bock hat, Y-Food auszuprobieren, einfach ohne den Link in der Videobeschreibung abchecken und natürlich den Rabattcode 10 Fritz nutzen. Damit spart er was. Mm. Cremig, sämig. Mm. Es hat mittlerweile so geschneit, dass der Weg von gestern nicht mehr zu erkennen ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang gestapft bin. Ich werde es sicherlich grob finden. Also Freunde, ehe mein Handy jetzt auch gleich noch ausgeht, würde ich sagen, wenn euch das Abenteuer gefallen hat, dann Daumen nach oben, Kanal abonnieren, nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Abenteuer. Bis dann. Ciao, ciao.